Hallo du, ich komme meinen Zielen jeden Tag näher. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu euren 6-6-Tor. Schön, dass du da bist, schön, dass du eingeschaltet hast und wir schauen jetzt gemeinsam in dein Lichttor hinein. Ja, ich habe die Karten gemischt, wie immer, und dann schauen wir mal, was ist da rausgekommen. Ich habe schon mal das Thema Liebe. Liebe könnte ein großes Thema sein. Dann große Veränderungen und die relativ rasch sind. Das können körperliche Veränderungen sein. Dann schau dir auf alle Fälle das Video an, die Lichtsymptome. Das heißt, dein kristalliner Körper oder dein Körper wird zu einem kristallinen Körper. Deshalb hast du auch diese Symptome. Da schau dir das Video an. Ich glaube, das geht mit dem sehr gut in Resonanz. Richtungswechsel. Ein freudiger Richtungswechsel. Hier haben wir die Freude. Dann haben wir das Thema Loslassen. Nochmal erneut das Thema Loslassen. Dann haben wir die Karte Neue Schöpfungen. Das heißt, du bist der Schöpfer, die Schöpferin deiner Lebensumstände. Und dann haben wir die gelbe Sonne. Das passt auch sehr, sehr gut zu diesem wunderschönen Lichttor. Und jetzt kommen wir zur Deutung. Dann schauen wir mal, was kommt denn da auf euch zu in diesem wunderschönen magischen Tor. Und das Tor, das ist einmal im Monat, gibt es eben dieses 1-1-Tor, 2-2-Tor, ne? Und da schauen wir genau hinein, was es auf sich hat an diesen Doppelzahltagen. So, und dann schauen wir mal. Mehr dazu kannst du dir die Portaltage anschauen. Ja, die sprechen zu uns. Da brauche ich gar nicht viel sagen, hey. Ja, das Sonnenlichttor. Oh, Tag und Nacht, du wirst dich wie ausgewechselt fühlen, deshalb passt es auch ganz, ganz gut dazu. Bitte schau dir das Video an, das ist so eine große Unterstützung für dich, wie warum sich dein Körper von dieser grobstofflichen Körper zu dem kristallinen Körper heraustransformiert. So, dann, was kommt noch für ein Thema um den 6.6.? Ja, inneres Kind-Thema. Sehr gut. Ich hab's geahnt. Und was ist da im unteren Deck? Das Herz. Okay. Wir werden das auch mitnehmen, habe ich das Gefühl. Oh, dein kraftvolles Herz. Ja, für alle Menschen, die jetzt nicht ihren lichtvollen Weg gehen, ja, die partout nichts verändern möchten, ja, die Menschen werden immer mehr, immer weiter zurückfallen. Und das nicht zurückfallen, runterfallen und wegfallen, sondern da meine ich einfach von dir weg, ja. Also diese Menschen gehen von dir weg automatisch, weil da mehr eine Resonanz besteht. Das heißt, du hast das Gefühl, du kannst nicht denen helfen, sie haben nur das Gefühl, dass du ihnen helfen kannst, deshalb fallen die weg. Oder brechen weg. Deshalb kommen ganz, ganz viele neue Menschen, denen du ganz gut weiterhelfen kannst, wo du das Gefühl hast, ja, da ist genau richtig. Und ich kann das nur von euch wirklich sagen, ich merke immer mehr, dass ich Klienten habe, die wirklich so ein lichtvolles Wesen sind. Wirklich. Und es macht so viel Freude, alleine schon, wenn ich eure Sitzungen annehme, beziehungsweise ihr euch einen Termin vereinbart, da spüre ich schon so viel Lichtenergie, das ist so schön und ich sage euch das dann auch immer und das ist echt für mich so phänomenal. Ja, und wir alle treffen uns, um uns gegenseitig zu unterstützen, zu helfen und voranzutreiben. Alle anderen Menschen gehen ihren eigenen Weg. Und das kann manches Mal schmerzhaft sein, aber es ist wichtig, dass du die loslässt. Dann können sie sich auch transformieren, ja? Das heißt, du haltest dann nirgends mehr fest. Das ist auch ganz wichtig. Das heißt, du gehst von der Nacht in den Tag und von Tag in den Nacht. Also hier könnte dein Rhythmus, deshalb bin ich auch bei diesem kristallinen Körper. Da lest euch bitte unten die Beschreibung ganz, ganz gut durch, weil da steht ganz viel drinnen. Nicht das Übliche, sondern da steht ein riesengroßer Text drinnen, den ihr euch wirklich durchlesen solltet, weil das wirklich sehr informativ ist für euch,
wie sich euer Körper von Mal zu Mal verändert, ja, also was passiert da mit eurem Körper, ja, und deshalb schaut euch das auf alle Fälle an. Innere Kind, also hier ist noch ein inneres Kind-Thema, was du dir unbedingt anschauen sollst. Das innere Kind möchte gerne wachsen, es möchte sich gerne mit dir gemeinsam anschmiegen und das Alte möchte aus deinem Körper rausgehen, ja. Also da könnte ein Neubeginn, könnte sein, ja, bei einigen, wenn du sagst, nein, inneres Kind-Thema hast du aufgearbeitet, da bist du dir ganz sicher. Dann kann es natürlich auch sein, dass es entweder mit deinem eigenen Kind etwas zu tun hat, dass dein eigenes Kind ein neues Kapitel öffnet, ja, oder dein Kind schreibt ein Buch oder du schreibst ein Buch für Kinder, auch das kann sein, oder Hörbücher oder was auch immer. Oder es kann auch sein, dass das Kind einfach nur für den Neubeginn steht. Ja, da spür dich hin, welches für dich am besten sich anfühlt, anspürt und dann weißt du genau, in welche Richtung das geht. Denn dein Herz möchte endlich in ihre Kraft kommen und das transformiert sich jetzt. Ja, also es heißt, jetzt ist es wichtig, dass ihr eure Herzen, ja, das hatte ich ja schon, ich weiß nicht, wie oft, dass ich euch das gesagt habe, bitte holt euch einen Tee, unterstützt euer Herz ganz, 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 ganz oft. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. So, jetzt haben wir die Gans. Nein. Bitte das Transformieren deines Herzens ist enorm wichtig. Also haltet bitte eure Herzen rein, denn da ist der ganze Tempel für dich, ne? Und wenn da noch viel Belastung ist, dann ist klar, dass dein Herz so schnell gar nicht mitkommt, dein physisches Herz. Und dann könnte natürlich mit deinen Herzen, könnte es natürlich ein bisschen, dass du das dann auch spürst, ne? Dass es drückt, schmerzt oder mit deinen Herzen etwas zu tun hat. Deshalb schützt euer Herz, trinkt Tee, unterstützt das Herzchen, Immunsystem, Magnesium, Kalium. Oh ja, was ist da los? Kalium, okay, warum? Okay, ich bin gerade spannend, warum es so aus meinem Mund rauskommt. Ist spannend, ne? Aber hier ist es wichtig, dass du hier vielleicht auch mit Globuli und Schüsslersalze, dass du da gut arbeitest. Auch das spüre ich herein. Also Globuli, Schüsslersalze könnten euch unterstützen. Und euer Herz auch unterstützen und führen, ja. Weil hier passiert eine große Transformation von der Dunkelheit in das Licht. Also wir kommen quasi aus der alten Energie und gehen in die neue Zeit, in die neue Energie hinein, ja. Also du transformierst dich sozusagen. So, ich schaue, ob ihr das noch sehen könnt, ja. Und die Fische können jetzt natürlich für das Finanzielle stehen, aber ich spüre es in dieser 6-6-Tor als dein Gefühl. Deine Gefühle, deine tiefen Emotionen, deine tiefen Gefühle beginnen zu heilen. Deshalb auch den Appell an euch, schaut euch das Video an. Es ist wirklich nur ganz kurz, aber es ist wirklich mega. Sind zwar keine Karten, es wurscht, aber es ist ganz, ganz wichtige Information, dass ich euch nicht vorenthalten wollte. Und das sind auch die Gefühle. Deshalb glaube ich, werden eure Gefühle sich transformieren. Und da bist du auch bei diesem Video ganz gut aufgehoben. Ja? So. Dann schauen wir mal. Ich habe gerade geräuchert. Mit Paul Santos. Ich liebe ihn. Also ich liebe diesen Geruch. Kennt ihr diesen Geruch? Ich glaube schon. Ne? Aber ich mag ihn voll gern. Die Ausrichtung, ja, du wirst neu ausgerichtet, dein Herz wird neu ausgerichtet, du wirst neu ausgerichtet in diesen 6-6-Tor. So. Ui, die springt ja gleich. Dein Seelenhandwerk, ja, es geht in diesen 6-6-Tor auch darum, dass du dein Seelenwerk jetzt erreichen kannst. Also was ist dein Seelenhandwerk? Für welche Tätigkeit bist du hier auf Erden bestimmt? Und wenn ich so ein Ohrensurren habe, das ist kein Tinnitus, aber ich habe das Gefühl, jetzt kommt Informationen für euch herein. Ganz, ganz viel Lichtinformation. Was eure Seelenreise über eure Jobs bzw. eure Tätigkeit, wo ihr Geld verdienen könnt,
Diese Information bekommt ihr jetzt um diesen 6-6-Tor sehr, sehr intensiv herein. Also was euer Herz glücklich macht, in die Stabilität bringt. So, was geht es noch in diesem 6-6-Tor? Oh, es gibt nur Licht und die göttliche Weiblichkeit. Okay, es gibt nur Licht und es gibt natürlich auch Schatten, aber deine Seele orientiert sich jetzt dem Licht. Das heißt, deine Seele möchte jetzt Lichtnahrung, ja? Lichtnahrung. Über das sprechen wir auch in diesem Video, was ich kurz angesprochen habe. Und die göttliche Weiblichkeit. Also hier geht es darum, dass du deine Weiblichkeit, also dich zurücklehnen kannst, mal entspannen, in die Ruhe, in die Erholung. Bitte meditiert viel um diesen 6-6-Tor. Geht in die frische Luft, macht einen Spaziergang, ja. Frische deine Sinne, ja. Das ist so wie wenn du frische Blumen Wasser gießt. Das ist wirklich so, weil du hier ganz viele Informationen auch bekommst am Tag, aber auch in der Nacht, ja. Also ganz große Transformation in diesem 6-6-Tor. So, Dankeschön. Dann haben wir hier, ja, durchdringen zweier Welten. Du bist gerade dabei, dich zu durchdringen und es passt wieder zu diesem Video. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Auch wieder, du wirst so von einem grobstofflichen Körper zu einem feinstofflichen Körper. Das heißt, du transformierst dich von dem groben stofflichen Körper zu deinem herzkristallinen Körper und gehst in Richtung Licht. Ja, das ist dein Weg momentan und das steigt, entweder fängt es an um das 6-6-Tor oder es hat schon begonnen. Bei mir war schon vor Jahren, hat es angefangen zu beginnen. Da spreche ich auch ein bisschen was davon in diesem Video. Du bist das Universum. Ja, du bist verbunden mit dem Universum. Du bist verbunden mit all dem Licht. Du bist verbunden mit dir. Du bist verbunden mit deinem inneren Kind, mit dem Neubeginn, mit deinem Glück, mit deiner Gesundheit, mit deinem Job, ja, mit der Liebe deines Lebens, was auch immer und wie auch immer. Und da haben wir, ja, Soul Love. Wie kann es anders sein? Ne? Ich spreche von der Liebe und da unten ist tatsächlich die Seelenliebe. Ich kriege Gänsehaut. Ja? Also einige von euch können tatsächlich jetzt euren Seelenpartner kennenlernen. Das Interessante ist, ich habe bis zum 1. Juli jetzt schon mal vorgedreht und da ist das Glücksorakel und ich kann euch sagen, am 1. Juli geht die Post ab. Oh mein Gott. So. Ja, Stabilität, Lebenskraft, Kommunikation spüre ich auch ganz, ganz stark um diesen 6-6-Tor. Die möchte auch raus. So, zwei noch bitte. Ja, ich habe euch gesehen. So. Zeitlosigkeit, Tanz des Lebens. Ja, das wird sich definitiv verändern. Also deine Zeit oder du wirst merken, dass sich die Zeit beschleunigt, dass sich Zeit für dich ganz anders anfühlt. Da werde ich auch noch mal so ein kurzes Video drehen für alle, die es interessiert. Da werde ich auch keine Karten legen, sondern einfach nur so kurz vor euch quatschen, weil es ganz viel Informationen gibt, die ich euch gerne mitteilen möchte. Und dazu kannst du aber auch auf meinen neuen Instagram-Account gehen, auf ks.sophie, wenn du das noch nicht gemacht hast. Da kriegst du ganz, ganz viele wichtige Impulse, genauso wie bei ksspirit.sophie. Also hier die Zeitlosigkeit, des Tanz des Lebens, also der Zirkel ewiger Freude, ja. Das heißt, desto intensiver du die Zeit jetzt wahrnimmst, ja, wenn du meditierst, wenn du in deiner Mitte bist, wenn du die Zeit gut nützt für dich, dann wirst du das Gefühl haben, ganz bei dir zu sein. Wenn du dich verläufst, ja, in irgendeine Richtung, hinter irgendetwas hinterherhältst, jemanden nicht loslassen kannst und so weiter, dann wirst du merken, dass eine Woche, wie sich ein Tag anfühlt, ein Monat wie eine Woche, wie ein Jahr vielleicht für zwei Monate, drei Monate, also es geht ratzifatzi und das Jahr ist um, meine Lieben. Also bitte, bitte konzentriert euch auf das Thema, auf euch selber, auf eure kristallinen
Lichtkörperenergien. So, dann kommen wir zu diesem. Hoppala, hoppala. So, Lebenskraft, Rückforderung deiner Macht. Ja, da bist du jetzt gerade dabei. Also du forderst, wow, und wieder die Fülle, ne? Das ist schon interessant. Auch im Juli oder Ende Juni kann ich euch schon sagen, da geht es immer sehr, sehr oft um Fülle. Planen, Illusionen aufgeben. Ich habe es noch gesagt, ne? Hier ist es wichtig, dass du um diesen 6-6-Tor, wenn du noch irgendeine Illusion hinterher rennst, was nicht deiner Wahrheit entspricht, dann lass es los. Lass es ganz, ganz schnell fallen. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist wie wenn du einen heißen Löffel, ich sage immer, das ist so meine Klienten so, ne? Stell dir vor, du hältst einen heißen Löffel in der Hand, also richtig, richtig heiß, den wirst du auch nicht mit den Fingern halten, dann wirst du sofort auslassen und au, ne? So. Und warum nicht loslassen bei au, wenn es dir nicht mehr gut tut, ne? Also bitte denke daran, du lässt jetzt alle Illusionen, alles, was dir nicht mehr dienlich ist, bitte absolut los. Und dann pflanzt du Neues. Und ich habe noch von diesem Glücksorakel gesprochen vom 1. Juli. Was kommt da? Fülle, Glück, Wohlstand und Überfluss. Ja, und dahin geht es. Und dieses 6-6-Tor geht ja bis zum 6.7. Dann fängt das 7-7-Tor an. Also Fülle, Glück, Wohlstand kommt jetzt in dein Leben, wenn du es annehmen kannst, wenn du sagen kannst, ja, ich habe es verdient, bitte bringt es mir, legt es in meine Hände, sodass ich es erkennen kann, in meinen Geist, in meinen physischen Körper, in mein Leben. Also sehr, sehr interessant hier, ja. Also auf den Juli können wir uns schon alle freuen, das ist wirklich schön. Du wirst Neues pflanzen, aber bevor du Neues pflanzt, ist es wichtig, dass du dich gut erdest. Auch das habe ich in dem Video gesagt. Erde dich, es kommt alles ins Gleichgewicht. Aber wenn du kein Gleichgewicht hast, wenn du nicht gut geerdet bist, dann hebelst dich aus. Das ist auch logisch, ne? Schau auf deine Standfestigkeit, auf dein Gleichgewicht und dann komm in deine Stabilität an. Also das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, das ist das, was ich auch als erstes, so ziemlich als erstes mache mit meinen neuen Klientinnen und Klienten. Also das Erden ist das A und O. Also gut geerdet zu sein ist ganz, ganz wichtig. Denn wir haben hier wirklich neue Energieschübe auf der Erde. Also um das 6-6-Tor kommen neue Energiekörper, neue Lichtkörper auf die Erde, neue Wesenheiten. Und du hast jetzt die Chance, etwas Neues zu berühren, etwas zu pflanzen, also die Erde berühren. Um das 6-6-Tor, bitte geht raus in die Natur, geh raus in den Wald, umarme die Bäume, setz dich auf Moos, auf Wiesen, genieße den Duft der Bäume, der Wiesen, der Wälder, der Vogelgezwitscher, nimm es auf, nimm die Energie auf. Es ist so lichtvoll, was jetzt aus der Erde strömt. Nimm oder knapper ein bisschen von den Blättern, ja, also wenn du dich gut auskennst, so wie Giersch und so weiter. Also es sind alles so Möglichkeiten, die du jetzt in dein Leben holen kannst und die auch gut, gut nützen kannst, ja. Also und sonst informiert euch über Kräuter und Essenzen bei jemandem, der sich wirklich ganz gut auskennt. Also auch das ist wichtig, weil wir haben hier das helle Herzenslicht. Ja, genau, offene Verbindungen. Um das geht es auch in diesem 6-6-Tor. Offene, herzliche Verbindungen. Alte Verbindungen, die nicht aus dem Herzen entspringen, die gehen raus. Und wir sehen hier einen Wald im Hintergrund. Also du öffnest dich in einem Wald quasi. Oder dein Licht. Dann forderst du bitte deine Macht zurück. Und da meine ich nicht deine egoistische Macht, sondern da meine ich deine heilende Macht. Deine Seelenanteile. Das heißt, was du in deinem Vorleben gemacht hast. Ja, deine ganzen Fähigkeiten und Gaben, die du schon erlernt hast, bekommen hast. Da kriegst du so ein Upload. Ja, also das heißt, du bekommst das Wissen, was du schon im Vorleben mal gemacht hast. Wenn da im Vorleben noch irgendetwas blockiert, ne, da habe ich jetzt auch einige Klienten, die sagen, hey, was war da los? Und ich hatte einen Schatzi, wo ich ganz schnell bei der Terminanfrage wirklich gespürt habe, da war sie im Vorleben auf einer Bühne und hatte da ein Erlebnis gehabt. Und genau solche Erlebnisse könntest du auch gehabt haben.
Dann heilige Atem und Klang, Lebenskraft und Kommunikation. Das heißt, jetzt kommst du in deine Lebenskraft. Jetzt kommst du und spürst du dich und verbindest dich. Vielleicht verbindest du dich auch mit dem Delfin. Die Delfingeräusche, die untereinander kommunizieren. Vielleicht hörst du sie, spürst du sie und kannst sie gut wahrnehmen. Auch das ist eine Möglichkeit für dich jetzt. So, was geht es noch in diesen wunderschönen 6-6-Tour? Ja, um die Gelassenheit. Ja, desto gelassener du bist, desto freier wirst du. Wow, wow. Ja, die Zeit kommt erneut und Frieden. Wir gehen in Richtung Frieden. Gelassenheit, die Zeit, wieder das neue Leben. Ja, ich krieg's immer wieder, kommen die Karten und fallen auch dementsprechend. Ich hatte noch das Neue angesprochen, das Geschäft. Wow, Milk and Honey. Um ehrlich zu sein, du glaubst, das ist wie eine Fantasiereise. Und deine Fantasiereise ist deine Heilreise. Das heißt, du kannst ganz tiefe Heilung jetzt erfahren. In deinen Träumen, jetzt wird Dinge transformiert, die du vielleicht nicht so für möglich gehalten hast. Auch eine ganz liebe Klientin von mir, die hat erzählt, hat gesagt, hey Karin-Sophie, weißt du, wie schnell das Wünschen des materiellen Materialismus jetzt super funktioniert hat? Sie hat sich etwas gewünscht und 2 Tage später ist die Fülle gekommen. Und sie hat gesagt, das ist echt arg, also das ist so spannend. Deshalb bitte öffnet euch, meditiert. Was willst du? Und das, auf das konzentrierst du dich. Nicht mehr auf das, was du nicht mehr möchtest, sondern das, was du willst. Das ist jetzt dein Ziel. Das bringt deine Energie nach oben. Das hebt dich ein Stück wieder nach oben. So, dann haben wir ja die Yang-Energie, der Ausgleich zwischen Yin und Yang. Ich wusste, dass baldige Veränderungen auch reinkommen werden, diese Karte. Denken, ja. Du sollst, und das ist das, was jetzt ganz, ganz wichtig ist, bitte, zwischen deiner Yin-Energie und Yang-Energie ist hier etwas, dass du vielleicht aufpassen darfst, dass du nicht in einen Denkkarussell hineinkommst. Also nicht zerdenken die Dinge, sondern nachdenken, loslassen, hinschauen, ich sage immer reflektieren und dann wieder loslassen, ja? Also das Reflektieren macht schon Sinn, aber sich in das Denken hineinzudenken, immer wieder und permanent, das ist etwas, wo du wahrscheinlich dann immer wieder merkst, okay, du stoßt an deine Grenzen. Und das sind oft so Klienten dann, die dann sagen, hey Karin-Sophie, ich habe schon so viel probiert, ich bin jetzt zu dir gekommen, weil ich das Gefühl habe, du kannst mir helfen und mich unterstützen und hol mich da aus diesem Kreislauf raus. Und genau das mache ich, weil das ist dieses alleine etwas erschaffen ist super. Ne? Man kann vieles alleine machen und vieles alleine tun. Absolut. Wir sind so geballt von Energie, von Instagram, YouTube und TikTok und so weiter, dass wir so viele Möglichkeiten haben, schon selber Dinge zu tun, in Kursen, in Online-Kursen und so weiter, Workshops. Aber manches bleibt so in der Tiefe. Und da sage ich oft immer, es ist klar, wenn etwas so in der Tiefe drinnen ist und die meisten dann nur drüber schauen, dann bleibt es und poppt es natürlich immer an die Oberfläche. Ne? Das sagt, hey, da unten ist noch was. Ne? Das ist wie ein Zahnarzt, der vielleicht nur an der Oberfläche herum herausnimmt, das, was nicht gut ist, aber in der Wurzel drinnen, da schaut es vielleicht anders aus. Und deshalb ist es wichtig, auch genau das zu reinigen, zu säubern und dann rauszugehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deshalb brauchst du eben diese Gelassenheit, diese Ruhe, diese Erholung, aber auch ebenfalls dieses, ich mache jetzt was, ich gehe jetzt meinen Weg, ich transformiere mich aus einer Situation, ja? Dann kommen baldige Veränderungen in dein Leben, das was mit einem Neubeginn zu tun hat. Etwas beginnst du ganz neu, was auch immer es ist. Mit dem hast du dich vorher noch nicht beschäftigt. Ja? Um ehrlich zu sein, ist das ganz neu, was da auf dich zukommt. Ja? Du wirst überwältigt sein von dieser großen, lichtvollen Macht, die jetzt auf dich zukommt. Und deshalb ist es wichtig, dass du mit Macht liebevoll, achtsam und wirklich herzfühlend, mitfühlend umgehst, mit dir und anderen Menschen. Dann haben wir die Zeit. Ja, ich kann mich nur wiederholen, ja, die Zeit wird sich verändern. So wie du die Zeit bis jetzt gekannt hast, wird es nicht mehr geben.
Also du wirst dann schauen, wann bist du produktiver? Am Tag, in der Nacht, mitten in der Nacht, ja, in der Früh. Du wirst es spüren, du wirst es wissen, wann du am produktivsten bist. Und das ist so interessant. Wir haben jetzt eine ältere Dame beim Spazierengehen getroffen und wir haben da so ein kleines Häuschen, wo ich die Workshops mache in der Natur draußen, wo ich euch schon mal erzählt habe. Und das ist immer recht schön, war mit dem Lagerfeuer und ja, wirklich so diese Meditationsreisen und so. Ich finde das immer voll schön. Und in die Tiefe gehen, wirklich in die Wurzel gehen, in die Weiblichkeit hineingehen, in die Männlichkeit. Also das ist wirklich immer sehr heilsam. Und da schaut sie immer, dass die Toilette, also das, da haben wir ein Bumsklo, ne? So nennen wir das bei uns. So eine Toilette, so eine Waldtoilette. Und da säubert sie und schaut halt, dass alles immer sauber ist und sagt, und die hat gesagt gerade vor kurzem, hey, Karin-Sophie, sie muss das in der Früh machen, weil da ist sie am produktivsten. Und dann sage ich, hey, wow, dann weißt du schon, wann du produktiv bist und wann du deine Ruhezeiten brauchst. Und die hat mich angeschaut, ja, stimmt, ja. Also ganz überrascht, ne, eigentlich wissen wir eh relativ viel schon. Und das kann dir auch sein, dass du jetzt drauf kommst, wann du eben am produktivsten bist. Und dann werden deine Geschäfte wirklich von alleine laufen, ja. Also jetzt musst du vielleicht noch viel tun und arbeiten, aber du wirst merken, es wird langsam immer mehr werden. Immer mehr, immer mehr. Ja, von Tag zu Tag wird mehr und mehr. Und das ist eben schön. So, dann schauen wir uns diese. Da hätte ich nur, danke, eine. Ja, Zeit zu gehen. Es ist, ja, es wird Zeit, dass ihr in euren Lichtkörper, in euren kristallinen Körper ankommt. Ja, und deshalb bitte schaut da ganz genau darauf. Ja, frische Luft ist auch ganz gut oder tut euch ganz gut. Ja, Amos Pfeil, frische Luft haben wir eh schon gesagt, Zeit zu gehen und wieder die Träume. Ne? Das ist spannend. Ne? Wir haben hier die Traumreise und wir haben hier auch das Träumen. Also du wirst ganz viel Information erhalten und es wird Zeit zu gehen. Es wird Zeit, von der Dunkelheit herauszugehen, in das Licht hineinzugehen. Frische Luft, Waldspaziergang kann euch helfen, unterstützen, aber auch eure Familie, ja, da schaut hin, ja, wie ist eure Familie, ist sie heilsam, hast du geheilt, habt euch die Themen angeschaut, ja, was steckt dahinter, hinter euren Familienthemen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. So, dann kriegen wir noch eine Karte, hätte ich gerne von diesen, weil da steht dann immer relativ viel. Ach ja, da hat sich eine Karte hineingeschmuggelt. Was ist das? Das Seelenschreiben, okay. Das Seelenschreiben hat sich da hineingemogelt. Für einen oder anderen ein Hinweis, dass du vielleicht schreiben sollst oder aufschreiben oder etwas schreiben. Jawohl, wir haben sie. Dankeschön. Dass die Wurzelrasse, ja, das machen wir auch in meinem Workshop in der Hinterbrühl, also bei uns heißt Hinterbrühl, diese Wanderung und ich finde das immer voll schön, also diese, das, schöne Energie. So, dann schauen wir mal, was ist denn gekommen? Ja, wie kann es anders sein? Hey, Halleluja, die Sonne und da geht's hin. Wir haben die Sonne hier und du kriegst die Sonne. Also da brauche ich jetzt, wirklich nichts mehr vorlesen, weil das ist mehr als Bestätigung genug. Die lege ich einfach so jetzt in die Mitte hinein. Die Sonne wollte zu euch. Ihr wisst, ihr geht in Richtung Sonne, ihr geht in Richtung kristallinen Körper. Wie gesagt, möchtest du gerne mehr wissen, dann folgst du mir bitte auf Instagram mit ks.spirit.sophie und ks.sophie. Dann wünsche ich euch von ganzem Herzen alles, alles Liebe, alles Gute. Und ach ja, du kannst beim Gewinnspiel mitmachen. Da schau auf Instagram bei ks.spiritsophie wirst du das Gewinnvideo wirst du da sehen, was du machen kannst, wie du da teilnehmen kannst. Und ich freue mich schon, wer dies gewinnen wird. Ja, in dem Sinne, alles Gute, Baba, tschüss.